Moin. In meinem neuen Film heute besuche ich die Großsteingräber von Lankengranitz und vielleicht noch ein paar andere auf der Insel Rügen, im südlichen Teil der Insel Rügen. Viel Spaß dabei. Im Februar anno 2023 bereiste ich das erste Mal das Mönchsgut auf der Insel Rügen. Unweit des Mönchsguts findet man Lankengranitz. Diese Ecke war mir aber schon bekannt und ich wollte von dieser Gegend unbedingt einen Film machen. Hier stößt man auf eine sehr große Anzahl von Bauwerken unserer Ahnen, sogenannten Megalithbauten. Der Zustand der Bauten variiert von relativ sehr gut erhalten bis zu kaum noch erkennbar. Als Megalithbauten werden Grabanlagen unserer Vorfahren bezeichnet. Um Lankengranitz ist die Dichte dieser Bauten besonders hoch. 1829 wurden an dieser Stelle 19 Gräber verzeichnet. Sage und schreibe 7 Megalithgräber sind erhalten geblieben und liegen hier sehr dicht, quasi fußnah beieinander. Die anderen wurden Opfer der Flurbereinigung und des Straßenbaus. Das erste Grabmonument findet man unweit des Parkplatzes bei einer Baumgruppe. Es ist eingebettet in ein ca. 19 Meter langes Hünenbett, welches von Nordosten nach Südwesten ausgerichtet ist. Zwei der wohl ehemals drei Decksteine sind noch in korrekter Lage. Der hintere Deckstein ist besonders wuchtig, mit 2,70 Meter mal 2 Meter mal 1,20 Meter. So, ich versuche mal hier reinzukriechen. Dieses Grab ist das größte und besterhaltene der sieben. Es wurde kontinuierlich von der Jungsteinzeit bis in die ältere Bronzezeit genutzt. Dies belegen die gefundenen Grabbeigaben. Unter anderem wurden 21 Bernsteinperlen gefunden, viele Steinwerkzeuge und Scherben von Gefäßen. In unmittelbarer Nähe, ca. 45 Meter vom ersten Grab entfernt und in Sichtweite davon, findet man das zweite Grab. Ich persönlich finde, dass die beste Zeit, diese Bauwerke zu besuchen, zum einen der Winter ist, da durch die graue oder dunkle Tristesse eine sehr mystisch verwunschene Stimmung entstehen kann, vor allem, wenn das Licht noch passt. Zum anderen ist der Blick frei und nicht von Vegetation bedeckt auf die Megalithanlagen. Diese Anlage ist etwas stärker beschädigt. Die Grabkammer ist in Nordwest-südöstliche Richtung ausgerichtet. Sie hat eine Länge von 3,60 Meter und eine Breite von 1,80 Meter und ist 1,30 Meter hoch, so circa. Von den ursprünglich drei Decksteinen sind noch zwei erhalten geblieben. Sie stürzten noch vor Beginn der archäologischen Ausgrabung herab. Einer wurde nach dem Ende der Grabung wieder aufgesetzt, der andere wurde vor der Kammer abgelegt. Man braucht nicht sehr viel Fantasie, um hier zu sehen, dass es ein Gesicht darstellen könnte. Auge, Auge, das könnte der Haaransatz sein. Die Nase. Und das könnte eine Furunkel sein oder ein Ohr. Bei diesem Stein könnte es sich um einen sogenannten Wächterstein handeln. Er steht in unmittelbarer Nähe zu Grab 3 am Ostende des Hügels. Wächterstein ist ein archäologischer Begriff für ausschließlich paarweise verwendete große Findlinge an den Ecken von rechteckigen und trapezförmigen Hünenbetten der Trichterbecherkultur. Die dritte Grabstätte ist ca. 30 Meter vom Grab 2 entfernt. Diese Anlage besitzt ein rechteckiges, ostwestlich orientiertes und nach Westen hin abfallendes Hünenbett mit einer Länge von 20 Metern und einer Breite von 7 Metern. 17 der ursprünglich 31 Steine der Umfassung sind noch erhalten. Ich finde es jedes Mal aufs Neue faszinierend, solche Anlagen zu besuchen. Zum einen sind solche Plätze Kraftplätze und Ruheorte. Zum anderen frage ich mich immer wieder, wie haben es die Menschen in der damaligen Zeit geschafft, ohne die sogenannte moderne Technik, nur mit bloßer Muskelkraft und einfachsten Mitteln diese Bauwerke zu errichten.
diese tonnenschweren Steine zu bewegen. Heutzutage wird schon bei der kleinsten körperlichen Arbeit rumgejammert. Vor allem unsere Jugend kann sich mal ein Beispiel an diesen Menschen, unseren Ahnen und Vorfahren, nehmen. Etwa 100 Meter weiter südwestlich befindet sich Grab Nummer 4 in einem kleinen Hügel von 10 Metern Durchmesser. Beide Decksteine sind noch vorhanden, einer ist jedoch in die Grabkammer gerutscht. Auch in dieser Anlage zeugen die Grabbeigaben von einer kontinuierlichen Nutzung bis in die Bronzezeit. Gefunden wurden hier unter anderem Schmalmeißel, Hohlmeißel, Klingenbeile und Flachbeile, Bernsteinperlen, Scherben und Gefäße, auch Reste menschlicher Gebeine und Schädel waren vorhanden. Die fünfte Grabanlage ist ca. 120 Meter in südwestliche Richtung entfernt. Diese Anlage ist sehr zerstört, es sind nur noch 5 Trägersteine und ein Abschlussstein vorhanden. Durch die Birke ist diese Anlage trotz alledem sehenswert und sehr photogen. Die nächste Jahreszeit, die ich empfehlen kann und die auch sehr reizvoll ist, ist das zeitige Frühjahr, um dort zu verweilen und diesen Ort zu besuchen. Das erste zarte Grün sprießt überall, die Vögel zwitschern und beizen rum. Überall entsteht oder erwacht das Leben. Die Blicke auf die Bauwerke sind noch gewahrt, da das junge, frische Grün erst noch am Wachsen ist. Und natürlich ist der Herbst sehr toll für einen Besuch von den Megalithbauten um Lankengranitz. Im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte sind im Bereich der Grabstätten Bäume gewachsen, meist Eichen. Wenn das Licht im Herbst passt, die Bäume ihr herbstliches Gewand übergezogen haben, die Blätter der Bäume in den schillerndsten güldenen und braunen Farbtönen schimmern, welche Mutter Natur nur zaubern kann, werden diese Plätze auch wieder zu einem sehr spirituellen und fantastischen Kraftort. Um die Gräber 6 und 7 zu besichtigen, muss man eine kleine Straße überqueren. Grabanlage Nummer 6 ist ca. 80 Meter in südwestliche Richtung entfernt. Der Dolmen befindet sich in einer Baumgruppe und ruht noch in seinem Hügel. Zu erkennen sind zwei Decksteine, deren untere Teile noch bis ins Erdreich reichen. 45 Meter weiter südlich liegt das siebte und letzte Grab dieser Gruppe. Der Grabhügel ist mit einem Steinkreis eingefasst, ein sogenannter Mannkreis. 1969 wurde dieses Grab von Professor Dr. Ewald Schult erst entdeckt und freigelegt. Die ersten Gräber habe ich gefunden in Lankengranitz. Da war ich ja auch schon ein paar Mal und habe dort unter anderem Infrarotaufnahmen gemacht und normale Fotos. Heute habe ich ja, wie gesagt, ein Video gemacht. Und jetzt geht es weiter zu anderen Megalithbauten in der Nähe von Lankengranitz. Jetzt geht es zu den Ziegensteinen. Bin gespannt, was mich da jetzt erwarten wird. Kenne ich leider auch noch nicht, war ich noch nie. Und ja, schauen wir mal. Die Ziegensteine, auch unter dem Begriff Siegessteine oder Blutsteine bekannt, bilden den Rest einer Gruppe von 4 Grabanlagen. Im Jahre 1969 wurde die Anlage durch Professor Dr. Ewald Schult archäologisch untersucht. Das Hünenbett hat eine Länge von 30 Meter und ist in Ost-West-Richtung ausgerichtet. Leider fehlen von der Anlage zahlreiche Steine. Am östlichen Ende des Hünenbetts befinden sich 2 mehr als 2 Meter hohe Wächtersteine. Einer von ihnen ist mit kreuzförmig angeordneten Rillen versehen.
Diese Anlage stammt, ebenso wie die Anlagen in Lankengranitz, aus der jungsteinzeitlichen Trichterbecherkultur. Das letzte Grab, welches ich in diesem Film vorstellen möchte, ist das Großsteingrab bei Altensien. Es ist auch unter dem Namen Goldbusch bekannt. Dieser Großdolmen ist das letzte von ehemals 43 Gräbern zwischen Altensien und Seedorf. Die Grabkammer ist etwa 3,50 Meter lang, 2,40 Meter breit und 1,20 Meter hoch. Von den drei Decksteinen ist einer erhalten geblieben. Er weist 27 flache Vertiefungen auf, sogenannte Schälchen. Auf diesem Deckstein befinden sich, wenn man genau hinguckt, ich bin hier gerade am Suchen, aber hier ist was, hier. Entstanden ist diese Anlage zwischen 3500 und 2800 vor unserer Zeit, in der Jungsteinzeit, der sogenannten Trichterbecherkultur. Sie wurde mehrere Jahrhunderte genutzt. Bei der archäologischen Ausgrabung, die 1969 vom Professor Dr. Ewald Schult geleitet wurde, konnten nur noch Reste der ursprünglichen Grabbeigaben gefunden werden. Und nun ist der kleine Film über die Großsteingräber auch schon zu Ende. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Lichte Welt on the Road. Thank you.